Und was hat der Arzt bei dir gesagt, Alex? Du warst ja schließlich ziemlich lange noch im Schloss. Scheinbar habe ich tatsächlich eine Rauchvergiftung erlitten. Und was wollen die jetzt mit dir machen? Die wollen jetzt einen forcierten Durchfall durch einen bestimmten Stoff machen. Dann kommt also das Gift heraus. Naja, dann mal viel Spaß. Dann wirst du ja die nächste Stunde erstmal auf dem Scheißhaus verbringen. Allerdings, danach soll ich noch einmal in OP. Dann wollen die meine Lunge prüfen, ob die noch in Ordnung ist. Gut, dann weiß ich schon mal Bescheid. Bruno, was hat denn der Arzt zu dir gesagt? Och, der hat bei mir nichts gefunden. Scheinbar bin ich gegen Gifte immun. Woher kommt das denn? Hast du eine Vermutung? Ich war jahrelang Kettenraucher. Da ist man einfach abgehärtet. Dann kann dir so ein Gift bei dir gar nichts anhaben. Gut zu wissen. Vielleicht sollte ich dann auch noch ein Kettenraucher werden. Aber eine Frage, wo ist eigentlich der Patrick? Der wollte doch den Raum mit den Blutkonserven aufsuchen. So, jetzt erstmal schauen, wo die Blutkonserven gelagert werden. Ich kann es nämlich kaum erwarten, mir ein paar Konserven als Vorrat zu nehmen. Dann muss ich schließlich nicht so viel Blut von bewegenden Menschen nehmen. Dann kann ich schließlich auf die Konserven zurückgreifen, wenn ich mal einen Notfall bei mir habe. Endlich bin ich am Ziel. Wurde auch so langsam Zeit. So viel Blut brauchen die hier ganz bestimmt nicht. Da kann ich doch auch was für mich mitnehmen. Das wird denen doch gar nicht auffallen, dass da was fehlt. Wenn ich zu viel Blut habe, kann ich dies immer noch verkaufen. Da bekommt man ja auch noch schließlich 25 Euro an den Unikliniken. So kann ich dann auch noch was verdienen. Jetzt schaue ich mich aber noch ein bisschen um. Vielleicht kann ich hier ja noch was entdecken. Jetzt bin ich endlich in OP. Gerade auf Toilette, das war jetzt nicht so mega angenehm. Nun bin ich aber auch endlich froh, dass jetzt meine Lunge auch überprüft wird. Schlimmer kann es auf keinen Fall werden. Hallo Alex, bist du jetzt endlich fertig? Oha, Patrick, was machst du denn hier? Ich habe eher einen Arzt erwartet, der meine Lunge auf Gifte überprüft. Ja, jetzt bin ich halt da. Vielleicht kann ich ja auch bei dir die Lungenüberprüfung durchführen. Im Fernsehen sieht das immer ziemlich einfach aus. Was für Fernsehsender schaust du denn da an, dass du sowas weißt? Ich habe bei mir Krankenhaus
TV auf Nummer 1 im Fernseher gespeichert. Da laufen ständig Live-Operationen. Sehr spannend. Und man lernt auch was dazu. Interessant. Kannst du jetzt bitte gehen? Ich möchte echt, dass ein echter Arzt jetzt hier auftaucht. Nicht, dass du den noch erschreckst. Wenn du meinst, dann gehe ich jetzt einfach.